Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Wir haben den Kindle Oasis in die Redaktion bekommen. Und der Kindle Oasis bildet praktisch die neue Luxusklasse unter den Kindle E-Book Readern. Der kostet ganze 100 Euro mehr als das bisherige Flaggschiffmodell Kindle Voyage und 170 Euro mehr als ja, dieses Modell hier. Das ist das Kindle Paperwhite. Und ob sich dieser Aufpreis dann auch lohnt, verrate ich euch jetzt im Review. Viel Spaß dabei. Für den knackigen Preis will Amazon dann aber auch ein echtes Luxusobjekt bieten. Das Gerät hier ist größtenteils auch nur 3,5 mm dick. Also ihr seht das, das ist diese Fläche hier auf der Seite. Dann etwa ein Drittel des Geräts ist sozusagen der Haltegriff und der ist dann 8,5 mm dick. Durch diese asymmetrische Bauweise liegt das Gerät wirklich sehr, sehr gut in der Hand, weil dadurch sich der Schwerpunkt nochmal in die Hand hinein verlegt. Und schwer ist das Ding ohnehin nicht mit 131 Gramm für die WLAN-Variante. Bei der 3G-Variante, die ich hier auch vorliegen habe, sind es nochmal ganz wenige Gramm mehr. So oder so, das Ding ist einfach federleicht. Und wer sich jetzt denkt, dass diese sehr, sehr dünne Bauweise vielleicht auf Kosten der Haltbarkeit geht, der hat sich getäuscht. Das Ding ist extrem verwindungssteif. Also ich gebe hier gerade richtig Druck drauf. Und klar biegt sich das ein bisschen, aber für 3,5 mm ist das gar nichts. Also mit einem Apple-typischen Bandgate braucht man hier jetzt nicht unbedingt rechnen. Im direkten Vergleich jetzt mal zum Kindle Paperwhite hier auf meiner rechten Seite sehen wir auch schon, das Ganze ist in der Höhe deutlich geschrumpft und dafür aber ganz minimal breiter geworden. Allerdings die Dicke beim Paperwhite ist durchgängig 9 mm und dagegen wirkt hier also das dann schon wirklich ernsthaft wie ein richtig dicker Brummer. Anderer Vorteil des Kindle Oasis, endlich sind wieder richtig physische Knöpfe dabei. Das sehen wir hier auf der linken Seite. Also zum Umblättern heißt, wenn ich hier oben drücke, gehe ich weiter. Wenn ich unten drücke, geht es zurück. Das kann ich übrigens softwareseitig auch umstellen, wenn ich das gerne andersrum haben möchte. Außerdem ist hier ein Bewegungssensor drin, also ein Positionierungssensor. Das heißt, wenn ich das umdrehe und mal gerne mit der rechten Hand halten möchte am Haltegriff, dann dreht sich dann auch das Bild entsprechend um. Sehr schön eigentlich, nur leider kann man diesen Positionierungssensor auch nicht abschalten. Wenn wir noch ein bisschen ums Gerät rumgehen, sehen wir auf der Unterseite den typischen Micro-USB-Port zum Laden und hier einen On-Off-Taster. Auf der Rückseite fällt bei genauerem Hinsehen dieser fünfpolige offene Anschluss auf. Und der ist auch verdammt wichtig, denn mit im Lieferumfang enthalten ist zwar kein Netzteil, dafür aber hier ein Ladekabel und diese Hülle. Die kommt erstmal in drei verschiedenen Farben. Wir haben hier Walnuss und das ist ja so Wildleder. Also heißt, ich kann hier auch lustig Sachen draufschreiben. Und hier, wenn ich meinen Einkaufszettel zum Beispiel mir notieren möchte und dann entsprechend auch wieder wegwischen. Das ist auch tatsächlich, diese Walnuss und Wildleder gefällt mir richtig, richtig gut. Das hat so ein bisschen, ja, es macht so den Eindruck, als ob das mit der Zeit vielleicht ein bisschen speckig wird, ein bisschen Patina bekommt und dadurch so einen ganz individuellen Look annimmt. Die zwei anderen Farben sind Bordeaux-Rot, also ein dunkles, tiefes Rot und ein Schwarz und kommen in Glattleder. Habe ich jetzt nicht vorliegen, hatte ich aber auch schon gesehen. Ich muss sagen, das Bordeaux hat durchaus auch seinen Reiz. So, wenn wir das jetzt mal aufklappen, sehen wir, hier ist schon so ein Kasten dran, auf den komme ich dann gleich zu sprechen. Das ist nämlich ein externer Akku und den kann ich jetzt hier einfach andocken über diese zwei Pins. Und dieser Andock-Mechanismus, der funktioniert wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar. Also muss man ein bisschen Kraft aufwenden, um das wieder abzumachen. Also wirklich ganz toll, hier braucht man auch wirklich keine Angst haben, dass man irgendwas verliert. Sehr schön gemacht.
Das Ganze hält hier auch magnetisch zu. Also auch das ist sehr schick gelöst. Also heißt hier in dieser Klappe, das ist so ein, ja, sind so zwei Schichten Leder, die nochmal mit irgendwas verstärkt sind. Hier sind auch kleinere Magneten eingearbeitet. Haben sie, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schick gemacht. Und hier diese Rückseite, wie gesagt, ist der Zusatzakku, die ist nochmal 4,7 mm dick. Das heißt also, dass diese sich genau an der dünnen Seite des Kindles andockt. Und insgesamt ist das Ding dann gar nicht mehr so irre leicht, wenn ich das zusammen habe, nämlich 238 Gramm der WLAN-Variante. Damit ist das Ganze 33 Gramm schwerer als hier mein Kindle Paperwhite. Das ist natürlich jetzt hier ohne Hülle. Wenn hier noch eine Hülle dazu kommt, wird das auch nochmal schwerer. Außerdem ist es auch ein ganz kleines bisschen dicker geworden als das Paperwhite. Also ihr seht schon, wenn ihr diese Hülle hier mitnutzt, habt ihr praktisch diesen Vorteil, diese geniale Ergonomie des Gerätes, der ist dann eigentlich schon wieder ein bisschen dahin. Trotzdem ist diese Hülle elementar wichtig, denn die Akkulaufzeit des Gerätes ohne Hülle ist nun ja, ich sag mal, ausbaufähig. Denn hier drin ist ein wirklich sehr, sehr winziger Akku. Ich hatte den auch in der Hand bei Amazon, als das Gerät präsentiert wurde. Er ist so klein, ganz kleines, dünnes Teilchen mit nur 250 mAh. Und ja, also Akku selbst, Amazon selbst hält sich ja mit genaueren Angaben zur Akkulaufzeit immer ein bisschen zurück. Sie schreiben auf ihrer Seite: unser langlebigster Kindle-Akku mit monatelang kein Aufladen notwendig ist. Die mitgelieferte abnehmbare Ladehülle aus Leder verlängert die Akkulaufzeit. Ja, also in unserem Test zeichnet sich nun jetzt ein weniger optimistisches Bild. Also diese hier vorliegende Kindle Oasis ohne Ladehülle mit 3G-Modul an und auf voller Helligkeit hat bei uns gerade mal knapp 2 Stunden durchgehalten. Also ich war da auch sehr, sehr erstaunt, weil andere Webseiten haben den zwar auch keine gute Akkulaufzeit attestiert, aber so schlecht hat das ist es bei keinem gewesen. Naja, gut, wenn man es auf jeden Fall jetzt hier auf Stufe 12 macht, also halbe Helligkeit, dann sind das dann schon wieder gut 5 Stunden gewesen, also auch wieder mit 3G an. Wenn man 3G ausmacht, also beziehungsweise in Flugzeugmodus geht, sollte sich das nochmal erhöhen. Und wenn man hier natürlich diese Beleuchtung, wenn man auf die komplett verzichten kann, geht das nochmal ganz, ganz weit nach oben. Trotzdem, also wenn ihr die Beleuchtung nutzt und hier, weiß ich nicht, in Urlaub geht, solltet ihr auf jeden Fall unbedingt diese Hülle mitnehmen. Die lädt übrigens auch das Gerät selber auf. Wenn ich die hier eindocke, dann sehe ich hier auch, wie viel Akkukapazität das Gerät noch hat, in dem Fall 76%, und wie viel die Hülle, jetzt im Moment 29%. Also lädt das Gerät auf und dient auch gleichzeitig als Akkuergänzung. Wenn beides komplett aufgeladen ist, kommt ihr etwa auf 10 Stunden bei voller Displayhelligkeit und 3G. Wenn ihr das dir auf die halbe geht, dann sind es 20 Stunden und so weiter. Dann ist es natürlich auch schon wieder durchaus in einem Bereich, mit dem man sehr gut leben kann. Noch was ist neu dazugekommen. Ich glaube, das ist wohl auch, um diesem kleinen Akku entgegenzukommen. Es gibt diesmal einen neuen Ruhemodus. Also heißt, wenn ihr das Gerät länger nicht nutzt und ihr schaltet es ein, dann dauert das bis zu 7 Sekunden, bis tatsächlich ihr euer Buch lesen könnt. Das ist man vom Kindle so nicht gewohnt und ich fand das ehrlich gesagt auch ein bisschen störend. Kommen wir zum Display. Das ist ein 6 Zoll Display, hat eine Pixeldichte von 300 ppi und das ist praktisch exakt das gleiche wie auch hier schon bei dem Kindle Paperwhite. Einen Unterschied, der wird euch auch sofort auffallen: das Kindle Oasis ist
deutlich heller. Also ich bin hier schon auf maximaler Helligkeit und beim Paperwhite genauso. Und das seht ihr hier auch schon wirklich viel, viel heller. Das liegt daran, dass hier beim Paperwhite 6 LEDs verbaut wurden für die Hintergrundbeleuchtung. Und die sind hier an der Unterseite. Und beim Oasis sind das gleich 10 LEDs. Und die sind an der Längsseite verbaut. Im Internet haben einige User von deutlich sichtbaren Lichthöfen gesprochen. Davon ist jetzt bei unserem Modell nichts zu sehen. Wenn sowas jemand erwischt, so ein Modell, dann sollte sich das möglichst umtauschen lassen von Amazon. Ja, dann was auch noch zu erwähnen ist, auf einen Umgebungslichtsensor hat Amazon beim Kindle Oasis verzichtet. Im Gegensatz zum Kindle Voyage, also praktisch hier eine Stufe niedriger, also heißt die Displayhelligkeit passt sich nicht automatisch dem Umgebungslicht an. Neu ist außerdem, das Display hier beim Oasis soll etwas weniger reflektieren als bei anderen Kindle-Modellen. Ja, die Software an sich ist wirklich sehr, sehr schick gemacht. Leute, die manchmal ein Kindle nutzen, kennen das schon. Es ist extrem selbsterklärend. Hier ist natürlich der Amazon-Shop direkt drauf installiert, wo man sehr schön Bücher suchen kann. Diesmal neu dazugekommen sind auch Kategorien, die man festlegen kann, wo dann einem entsprechend Bücher aus den Lieblingskategorien dann auch vorgeschlagen werden. Trotzdem gibt es hier natürlich gerade bei allen Kindles deutliche Restriktionen. So arbeitet der Kindle Oasis wie alle Kindle eigentlich nur besonders gut mit dem Online-Shop von Amazon zusammen. Ist auch der einzige, der das Amazon-eigene .Kindle-Format lesen kann. Wenn ihr euch im Amazon-Kosmos bewegt und hauptsächlich dort die Bücher einkauft, dann seid ihr mit dem Kindle super beraten. Wenn ihr dagegen eher von anderen Quellen eure Bücher besorgt, dann solltet ihr euch vielleicht überlegen, zu einem Konkurrenzprodukt vielleicht von Tolino und Co. zu greifen und euch das zumindest mal anzuschauen. Das geht zwar hier auch, aber nur mit gewissen Umwegen. Wie anfangs erwähnt, der Kindle Oasis stellt die Luxusvariante unter den Kindle E-Book Readern dar. Wem 290 Euro nicht zu viel sind, der kriegt mit dem Gerät hier ein wunderschönes Teil. Also gerade die 3,5 mm und dieser Haltegriff hier an der Seite sind richtig toll und diese physischen Knöpfe drauf sind prima, um nochmal den Lesekomfort nochmal eine kleine Stufe nach oben zu schrauben. Aber halt nicht so sonderlich lang, weil der Akku ist echt schnell leer und dann braucht ihr die mitgelieferte Ladehülle. Und dann ist dieser ergonomische Vorteil gegenüber anderen E-Book-Readern auch schon wieder dahin. Wenn ihr dagegen auf euer Geld achten möchtet, ihr kriegt für 120 Euro den Kindle Paperwhite. Und der ist in vielen Belangen genauso gut oder fast genauso gut. Zum Beispiel mit dem Display, auch die Software. Der Akku ist sogar ein bisschen besser als beim Oasis. Nur er ist halt nicht ganz so schick wie der Oasis. Das war unser Review vom Kindle Oasis. Wie findet ihr das Gerät? Findet ihr das okay, dass Amazon ein viel zu teures Produkt auf den Markt wirft, aber dafür in Sachen Verarbeitung und Ergonomie im E-Book-Bereich neue Bestmarken setzt? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, liebe Freunde.